Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ich darf daran erinnern, wir reden über eine Neuorganisation der Verwaltung und nicht über den Untergang des Armenlandes, nicht über die Schließung von Schulen und nicht über nicht leistungsfähige Verwaltung. Zweitens, meine Damen und Herren, die Verwaltungsstrukturreform und die Funktionalreform ist doch kein Selbstzweck. Sie ordnet sich doch ein in eine Reihe von zentralen Politikansätzen, die hier breit im Parlament debattiert sind und die Koalition verfolgt. Eine davon haben wir heute Morgen gehabt mit dem Nahverkehrsplan. Das zweite ist der Landesentwicklungsplan. Es geht um das FAG, es geht um die Krankenhausplanung, alles das, was wir jetzt in den nächsten Wochen entscheiden werden und auch, wo wir auch die Fähigkeit dazu haben. Und meine Damen und Herren, dazu ist die Verwaltungsreform ein Instrument und nicht, ich sage mal, der zentrale Gegenstand von Politikfindung, auch nicht dieser Koalition. Und was ich bis jetzt gehört habe, Herr Peek-Gunter wieder, das lässt ja förmlich den Verdacht aufkommen, dass hier irgendjemand im dunklen Zimmer psychologisch sich austrickst, wie man die Bevölkerung über das Fell über die Ohren zieht. Also ich bitte Sie, meine Damen und Herren, nach anderthalb Jahren Debatte, nach anderthalb Jahren Diskussion, sage ich mal, mit einer ganz breiten Öffentlichkeit, und diese Diskussionen sind nicht nur vergnügungssteuerpflichtig, das ist doch völlig normal, der man sich gestellt hat, ich sage mal, so zu tun, als wenn Bürgerwillen einfach ignoriert werden soll, als wenn Hinweise nicht aufgenommen worden sind, ich sage mal, dann hätte es diesen Gesetzentwurf der Landesregierung in dieser Form nicht gegeben. Und Frau Golze hat nicht gegen die Kreisgebietsreform gestimmt, tut mir leid, sondern sie hat gegen einen Referentenentwurf gestimmt. Das haben viele gemacht, nebenbei bemerkt. Das haben viele gemacht. Und gerade das war doch auch der Ausgangspunkt, dass hier Dinge aufgenommen worden sind, die notwendigerweise zu Veränderungen auch im Gesetzentwurf geführt haben. Und wir beginnen jetzt mit dem parlamentarischen Prozess. Und dann sage ich Ihnen, im parlamentarischen Prozess wird es weitere Veränderungen geben. Da geht es eben auch um die Begleitung im Gesetzgebungsverfahren, dass die Arbeit der Kreistagsfraktionen weiter verbessert werden können. Da geht es um die Frage der Teilhabe oder auch des Demokratiepaketes. Alles das, sage ich mal, was wir hier in den Gesetzentwurf einpflegen werden und auch müssen. Insofern lassen Sie uns doch, oder andersrum, die politische Debatte zu diesem Vorhaben ist seit längerer Zeit ziemlich verhärtet, zumindest für Brandenburger Verhältnisse und auch wahlkampfgetrieben. Und bei allem Verständnis für Wahlkampf, bei allem Verständnis auch für politische Auseinandersetzungen zur Kenntnismachung von Standpunkten und von unterschiedlichen Meinungen von Parteien. Nochmals, meine Damen und Herren, wir reden hier von einer Neuorganisation der Verwaltung und um nichts anderes. Und diese Neuorganisation ordnet sich ein, ich sage mal, in Entscheidungen, die wir hier als Parlament zu treffen haben, die Auswirkungen auf die nächsten 30 Jahre haben werden. Und ich sage mal, ohne diese inhaltlichen Unterfütterung würde es diese Verwaltungsstrukturreform überhaupt nicht geben. Insofern bitte ich uns, ich sage mal, ein Stück weit wieder auch zur Sachlichkeit zurückzukommen. Und ich darf Ihnen eines vergewissern. Als Fraktionsvorsitzender habe ich noch an keiner Beratung im Hinterzimmer teilgenommen, wo wir uns darüber verständigt haben, mit welchen psychologischen Tricks wir die Bevölkerung, ich sage mal, mit Zustimmung bringen können oder werden. Das wird es auch nicht geben, weil ich freue mich auf die breite Debatte. Und ich weiß auch, dass diese Debatte nicht einfach sein wird. Aber wissen Sie was? Ich bin mir sicher. Wir haben eine sehr gute Entwicklung als Land Brandenburg gehabt und wir haben eine gute Perspektive. Und diese gute Perspektive werden wir politisch weiter umsetzen. Vielen Dank. Vielen Dank.